bevor wir damit starten, möchte ich, dass wir alle in diesem Moment ankommen. Wir haben jetzt eine krasse Aktivierung gehabt. Unser Puls ist wahrscheinlich nur noch auf 200. Und dafür bitte ich euch, einfach mal die Augen zu schließen. Legt eure Hände ganz sanft auf den Schoß. Was ist das Gefühl, was euch aktuell nach diesem Morgen umgibt? Also ich für meinen Teil kann sagen, dass ich normalerweise Sport hasse, aber nach der Session von Jana und jetzt nach der Session von Angelina mit dem Yoga, um nochmal zur Ruhe zu kommen, fühle ich eine Verbundenheit zu der Natur, zur ganzen Community hier. Also es sind zwei Gefühle. Es ist einmal total innerer Frieden und richtige Stärke. Das kombiniert. Ich fühle mich einfach nur empowered. Und bei dir? Bei mir ist es so eine innere Klarheit, so eine Ruhe und ich fühle mich einfach, ja, als hätte ich meine ganzen Kraftreserven für den Tag geöffnet und ich fühle mich bereit für die Wunder des Tages, alles zu empfangen und nice. Einfach nur den Tag zu leben, so wie es sich gehört. Ah, yes, komm. Jawohl. Was ich krass gefühlt habe, als wir oben zum Schluss zusammen in einem Kreis saßen und wir die Hände von unserem jeweiligen Partner so auf dem Rücken hatten und dann haben wir so geschwungen, so wie bei Avatar, jetzt wird es eingeblendet. Das war so krass. Ich habe noch nie so ein krass tiefes Gefühl von Verbindung, also zur Menschheit, und dabei spielte es keine Rolle, wer die Person ist. Und es war so machtvoll, die Energie, also von meinem auch Partner, der links und rechts neben mir saß, zu spüren, mit geschlossenen Augen, wie wundervoll das ist. Und ich habe in dem Moment wirklich nur gedacht, jede einzelne Seele auf diesem Planeten, egal ob CEO, Mom, Traveler, you name it, hat einfach das Recht, dieses Gefühl zu spüren und hat auch das Recht, in einer Community oder in einem Village, in einer Gemeinschaft zu leben, wo die Person diesen Raum bekommt, diese Zugehörigkeit, einfach die Erlaubnis zu sein. Da spielt es keine Rolle, welche Rolle du trägst, sondern du als Mensch anerkannt wirst. Das war so schön, das war so geil. Eigentlich müssten wir jeden Morgen damit starten, so life-changing. Da sind schon die Teilnehmer. Wir gehen jetzt jumpen. Yes, let's jump, 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 jump. Let's go jumping. Okay, wir sind hier für
für Skydiving, richtig? So, wie viele von euch freuen sich auf Skydiving? Das ist im Freifall. Wie viele wären enttäuscht, wenn wir nicht Skydiving machen? Okay, eine Sache dazu. Wir alle sind hier wegen einer Sache. Wir wollen die bestmögliche Experience. Wir sind hier, weil wir skydiven wollen, weil wir diesen Sprung in das neue Leben wagen und weil es ein Adrenalinkick ist, was uns an die Grenzen bringt. So, wie viele von euch haben das Gefühl, wenn wir jetzt Paragliding machen, das, was wir eigentlich bekommen haben, es wäre eher so ein Kompromiss? Okay, nice. Hier ist, wo ich euch Folgendes mitgeben möchte. Das, was wir in der Theorie wissen, wird zur Weisheit, wenn wir es verkörpern. Trade expectations with appreciations and sufferance. Okay? Das, was uns enttäuscht, ist nicht der präsente Moment. Das, was uns enttäuscht, ist, wenn wir einen Plan haben für unser Leben und das Leben sagt, Alter, ich habe einen Plan für dich. Und dieser Plan ist, was uns ausbildet. Dieser Plan ist dafür da, um zu gucken, wenn wir auf einer gewissen Schiene sind und das Leben sagt, ey, du gehörst aber dahin, sind wir bereit, raus aus der Vergangenheit, raus aus der Gegenwart zu kommen, in den jetzigen Moment und den zu wertschätzen. Und wenn wir es schaffen, diese Erwartung gegen Wertschätzung zu tauschen, trade expectations with appreciation, that's the point where sufferance. Und unser Fokus, die Art und Weise, wie wir denken, sorgt jeden Tag im Alltag schon dafür, dass wir innerlich leiden. So drei Sachen, auf die wir uns heute besonders fokussieren, angewandt, okay? Erstens, wir fokussieren uns auf das, was wir haben, anstatt auf das, was fehlt. Denn in dem Moment, wo wir uns auf das fokussieren, was haben, beginnen wir das zu finden. Diese Möglichkeit ist nicht weg, sie ist nur im Timing verschoben, okay? Zweitens, wir fokussieren uns auf das, was wir kontrollieren können, anstatt auf das, was wir nicht kontrollieren können. Wir können jetzt nicht kontrollieren, was jetzt passiert. Aber was können wir kontrollieren? Wie wir damit umgehen, unsere Gedanken, unsere Emotions und wie wir diesen Tag erleben. Warten wir nicht auf den perfekten Moment, sondern nehmen wir diesen Moment und machen ihn perfekt. Wer ist dabei? Nice! Drittens, wir fokussieren uns nicht auf die Vergangenheit, nicht auf die Zukunft, weil wir wollen niemals das Unbekannte, sondern wir erleben das, was wir in das Unbekannte hineinprojizieren, basierend auf vergangenen Erfahrungen. Das ist, was diesen Gefühlszustand auslöst. Sondern auf die Gegenwart, okay? Nicht Vergangenheit, nicht auf die Zukunft, sondern auf diesen Moment. Wenn wir in diesem Moment sind, present, bedeutet, dass wir haben immer was zum Auspacken, weil present heißt auf Englisch nicht nur Gegenwart, sondern auch gleichzeitig Geschenk. So, hier ist der Deal. Wir haben statt Skydiving ein Parasail. So, lass uns Expectation with Appreciation tauschen. Wir kriegen hier etwas, für das wir alle gerade wahrscheinlich eingeladen werden, aus irgendeinem Grund, warum auch immer. Wir nutzen das, wir sind in diesem Moment, wir genießen das, wir wertschätzen es und ich glaube, meine Sache sagt, wir alle würden uns nicht treffen für Parasailing, wir alle würden uns treffen für Skydiving. So, wenn wir uns danach nochmal treffen für Skydiving, hat das Leben uns für Parasailing zusammengeführt und Skydiving machen wir dennoch, okay? Yes! Okay, dann gibt uns einer einen High-Five und lasst uns diesen Moment feiern. Let's go! Se puede ver que tú quieres más. Echa pa' acá, te quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada. Se pa' que si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, me tiro. Envidian por su estilo. Todo estaba tranquilo, pero llegaste sola al partido. Y baby, no me voy de aquí sin ti. Todo lo que estás sintiendo lo quiero sentir. Tu enojo, tu coraje, como llegaste aquí. Cantando que la ni, baby, dámela a mí. Por la T-Dress, saben por la T-Dress. Hop in the Phantom, was the E-Dress. Que si quieres pues nos vamos donde quieras, bebé. Me gusta como habla, tiene un lindo base en brasilera. Venir a ver. Ich hab ein rotes Gesicht und das machen wir nochmal jetzt. Yes, ihr Lieben, ihr habt's gesehen, wir sind wieder zu Hause und ich glaube, die Bilder, die ihr gerade gesehen habt, es war ein unfassbarer Tag. Wir hatten Strand, wir hatten die Möglichkeit, Jetski zu fahren, wir hatten die Möglichkeit, Paragliding zu machen und das Krasseste waren aber heute nicht die Aktivitäten. Ich glaube, das Krasseste, was wir heute alle mitnehmen durften, war eine riesen, riesen, riesen Lektion, nämlich Trade Expectations with Appreciations. Und fast alle kamen hin und hatten diese riesen Erwartung von Skydiving
Und heute war es unsere Aufgabe, da gemeinsam als Kollektiv durchzugehen und diesen Tag zu nehmen. Nicht auf den perfekten Moment zu warten, sondern diesen Moment zu nehmen und ihn perfekt zu machen. Und ich glaube, das ist uns richtig, richtig krass gelungen. Und ich habe zwei Ladies jetzt gerade mal aus der Gruppe rausgenommen, weil mich wirklich interessiert und das wirklich ganz authentisch. Wie war das jetzt wirklich für euch, dieser eine Moment, wo ihr euch gefreut habt auf Skydiving? Wie war wirklich dieser eine Moment, wo ihr erfahren habt, fuck, wir haben Parasailing gebucht? Was ist in euch vorgegangen? So ganz ehrlich, 100%. Ich kann gerne was dazu sagen. Also im ersten Moment war ich so ein bisschen so, okay, fuck, scheiße, so wie konnte das passieren? Dann habe ich mich auch daran erinnert, dass in der Gruppe mal was mit Parasailing aus war, entstand. Und ich so, okay, das macht das Ganze irgendwie Sinn. Aber es war schon erstmal kurz so, ja, eine gewisse Enttäuschung, weil ich halt was, mit was anderem gerechnet hatte. So, geil, ich springe jetzt heute aus dem Flugzeug. Und ja, aber ein paar Momente später fand ich es eigentlich auch einfach nur witzig, ja, wie das so passiert ist, wie das dazu gekommen ist. Ja, das war bei mir auch so. Also erst war die kurze Enttäuschung da. Ja. Und ich habe es auch irgendwie gar nicht so richtig gefühlt. Ja. Den ganzen Tag schon und die ganzen Tage, weil ich gemerkt habe, es ist so viel passiert und so viel, was erstmal integriert werden darf, weil ich genau wusste, wenn ich aus diesem Flugzeug springe, oh mein Gott, so krass, ja. Also für mich auch ein Thema, Kontrolle abgeben. Ja. Und deswegen, ich habe es nicht so gefühlt und deswegen dachte ich mir dann, okay, scheiße, aber es sollte so sein. Und wir haben eine super schnelle Lösung sofort gefunden und das fand ich großartig und deswegen war ich total entspannt und ruhig. Ja, ja, und ich habe in eure Augen gesehen, ich habe in die Gruppe gesehen und ich dachte mir so alle so, nee, Paragliding mache ich nicht mit. Nee, Skydiving, wir sind deshalb hier. Ja. Und jetzt aber, um den Return zu bekommen, wir haben das gechanged, wir haben diesen Tag genommen. Was ist am Ende daraus geworden? Was ist daraus geworden? Ein geiler Tag. Biss, oder? Was ist daraus geworden? Ein leicht rotes Gesicht auch. Ja. Ja, es war ein richtig geiler Tag. Also ein richtig, richtig geiler Tag. Paragliding, Jetski fahren, das war einfach richtig cool. Und ja, allgemein diesen Ort zu sehen mit dem Strand und da wären wir ja sonst nie irgendwie hingekommen. Und das war echt voll schön. Und das hat mich auch voll selber überrascht, dass ich das so schnell annehmen konnte, dass sich das so geändert hat. Weil ich, also dass ich da nicht so lange drin geblieben bin, diesem, oh scheiße, jetzt Switch, kein Skydiving. Aber dadurch, dass auch so schnell dann auch irgendwie Lösungen kamen, okay, dann machen wir so und so und so. Und alle damit so happy waren, war so, okay, easy, dann machen wir jetzt das Beste draus. Ja. Und das ist dieser Focus-Change, ihr Lieben. Das ist Weisheit. Weisheit ist die Verkörperung, die angewandte Theorie. Und häufig lesen wir so viel über sei positiv oder hol das Beste aus. Das, was ihr gemacht habt, war absolute Weisheit. Weil, ey, ihr kam teilweise wieder und habt gesagt, Jetski war so die krasseste Erfahrung ever. Parasailing, ihr so alle High Five, mega geil. Und wir alle hätten uns nicht zum Parasailing verabredet. Jetski stand gar nicht auf dem Plan. Jetzt haben wir Jetski bekommen, wir haben Paragliding bekommen als ein großes Geschenk. Und Fallschirmsprung machen wir trotzdem. Ja. So, wahrscheinlich, das sagt mein Gefühl, das ist nur meine subjektive Wahrnehmung, für mich, und ich glaube, das können viele teilen, war dieser Tag sogar noch besser, als wenn wir das gemacht hätten, was ursprünglich geplant ist. Und das hatten wir auch im Team, als wir dort Parasailing, als wir da oben waren. Es war eine tiefe Dankbarkeit. Wir dachten, das ist an sich ein Riesengeschenk. Ja. Krass. Auf jeden Fall. Ja. War ein geiler Tag. Kann ich nicht zustimmen. Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Ja. Danke. Danke dir. Ja, danke schön. Das war echt so ein cooler Tag. Ja. Und übermorgen dann geht's los. Yes. Ja. Und jetzt erholt euch ganz gut. Guten Tag. Danke, danke, danke. Yes. Ja, gleich gibt's Food. Danke. That's it. Lieben, that's it. Das passiert, wenn wir die Geschenke des Lebens annehmen. Focus what you have instead of what missing. Focus what you can control instead of what you can't control. Be present instead of past and future. I'm out. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, was ich euch gesagt habe. Das Herz schlägt in der 5000 höheren Frequenz. Und wir dürfen vor allem lernen, dieses Jahr viel mehr nach unserem Herzen zu wünschen. Ihr werdet uns viel Wärme spüren.
Ich möchte auch, dass wir das gemeinsam machen, als Netzwerk. Und dadurch auch die Liebeselige mal einladen. Und das wirklich jetzt zelebrieren auch. Dass ihr eure Persönlichkeit darin auch stärkt, Selbstvertrauen auch stärkt, den Hinterhalt stärkt, eure Willenskraft stärkt, eure Risikofreude, euren Spieltrieb, eure Begeisterung. Verbindet es mit eurem Herzen und seid jetzt die nächsten 2 Minuten nur für euch. Kakao, der ist tatsächlich ein ganz besonderer, weil er stammt von hier. Er wurde hier angebaut, geerntet und hat den kürzesten Handelsweg hinter sich, nämlich einfach von dem direkten Händler, wo wir es her haben. Und wir haben es direkt von dem Schamanen, wo Nathalie und ich eine Woche zuvor Kambo gemacht haben. Ein anderes schamanisches Ritual. Und daher haben wir auch die Kakaobohnen. Also es ist das naturellste, rawste, was man überhaupt bekommen kann. Direkt hier aus dem Maya-Dschungel. Und wenn wir uns jetzt mal gemeinsam hinsetzen, wobei ihr schon die ganze Zeit sitzt, und uns gern die ungeröstete Kakaobohne mal ansehen, und diese dann jetzt einmal gemeinsam aufbrechen, mit den Fingernägeln geht es am besten. Ich mache es ganz gern von der Seite, dass man einfach mit den Fingernägeln reingeht. Wenn man keine Fingernägel hat, kann man es auch vielleicht zwischen die Backenzähne einmal nehmen. Einmal kurz draufbeißen und dann bricht sie auf. Wenn sie zerbrochen ist in der Mitte, dann ist es gar kein Problem. Wenn sie ganz ist, ist es super. Wenn sie komplett zerstört ist und an der Schale hängt, dann ist es umso besser. Mach mal die Schale ab. Riecht vielleicht schon mal dran. Was ist das für ein Geruch? Ein Geruch, der euch vielleicht bekannt vorkommt. Der die Grundlage bildet von jedem Kakao, den ihr vielleicht jemals getrunken habt. Sogar in dem Kakao von Nestle ist es drin. Ganz, ganz klein. Ganz, ganz klein. Aber hier haben wir die ursprünglichste Form, was wunderschön ist. Macht's mal in die Hand. Und das, was ihr seht, wenn die Kakaobohne zerbrochen ist, das sind Kakaonips. Das ist das, was jeder von uns wahrscheinlich kennt, was er ins Müsli macht, dazu macht. Das ist das, das ist die ursprünglichste Form. Das ist einfach nur eine zerbrochene Kakaobohne. Und wenn ihr soweit seid, wenn ihr es in der Hand habt, dann könnt ihr auch mal ein Stück nehmen, könnt es in den Mund stecken, merken, wie die Konsistenz ist von der Bohne, wie hart oder weich sie ist, langsam draufbeißen, zergeht die Kakaobohne oder zerbricht sie einfach wie ein Stück Schokolade, schmeckt sie bitter oder süß. Was für ein Gefühl ist das in euch aus? Dieses eine reine Stück Mutter Natur einfach zu haben, was wir wahrscheinlich noch nie so gesehen haben oder wahrgenommen haben, was aber zugrunde liegt hinter so, so vielen, was wir vom Alltag her kennen, was selbstverständlich ist für uns. Aber wo immer der Ursprung hat, in der Natur.